Eine kleine Ecke habe ich für Sie heute, und zwar das Modell 18050 Round the Block von Willy Schillig, hier in einer fünfteiligen Eckformation, bezogen in Zettelleder Z90, Farbe Cognac. Nun, ich muss Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Die Garnitur hieß früher 18150, sah fast genauso aus und wurde vorgestellt vielleicht vor 4, 5 Jahren bei Willy Schillig. Tolle Resonanz, absolut zeitgemäß, und die Garnitur ist voll gefloppt. Warum? Weil sie zu teuer war. Dann hat der Chef von Willy Schillig, Erik Stamberg, entschieden, wir machen einen Relaunch. Die Garnitur wurde etwas einfacher gestaltet und wurde dann als Sofa und verschiedene Sofagrößen und kleine Formationen an otto.de verkauft, und otto.de vermarktet das sehr erfolgreich, und jetzt sieht auch der Möbelhandel nach und richtet Kojen ein mit solchen Garnituren, und diese Garnitur stammt zum Beispiel von der Hausausstellung von Willy Schillig. Dort wurden immer die besten Leder gezeigt, und so kommen wir dran. Nun, Sie haben hier sehr viel Sitztiefe, das ist ein Launching-Möbel. Sie haben hier eine extra breites Longchair zu zweit drauf chillen. Wunderbar, und das Leder ist natürlich super angenehm. Hier einen Nussbaumtisch dazwischen, dort einen kleinen Tisch als Abschluss. Könnte man theoretisch auch tauschen, geht aber nicht, weil die Seiten hier nicht bezogen sind. Sie müssen das immer bei Bestellung angeben, wie Sie es haben wollen, die Formation. Das macht das Ganze natürlich auch etwas günstiger. Die Garnitur ist sicherlich sehr groß und deshalb nur für eine eingeschränkte Zielgruppe so in dieser Formation geeignet, weil sie brauchen doch durchaus viel Platz. Wenn ich mich richtig erinnere, 4,25 Meter hier und hier irgendwas um die 3,70 Meter. Also wenn Sie ein großes Wohnzimmer haben und was Repräsentatives, Launchiges haben wollen in einem Top-Leder, dann ist das was für Sie. Nachteil, Sie haben hier Lederkissen. Die Lederkissen werden immer auf Leder etwas rutschen, obwohl Willy Schillig hier einen Stoff reinmacht. Das ist nicht um zu sparen, sondern Leder auf Leder rutscht. Die rutschen immer etwas. Also das ist ein Nachteil, das ist halt so. Zweiter Nachteil, die Garnitur ist soft gepolstert. Sie werden hier Falten bekommen. Sie hat schon ein bisschen Falten und das wird noch stärker werden. Also wenn Sie das stört, dürfen Sie Round the Block nicht kaufen. Vorteil, Sie können hier den ganzen Sitz wegnehmen und drunter auch mal sauber machen. Das ist sehr schön. Die Teile werden fest miteinander verbunden. Das ist auch schön. Nachteil, das kann natürlich auch ein bisschen wandern. Dann muss man es wieder zurückschieben. Gut, Leder. Z90 ist ein Sattelleder, ein Anilinleder, das imprägniert ist mit einem Paraffin, also die hat eine Ölung erhalten, und mit diesem Öl wird es dann natürlich geschützt und die Poren bleiben offen. Was ganz Tolles, kostet aber halt ungefähr, ja, das Doppelte wie ein gutes Longlife-Leder. Deshalb ist die Zielgruppe eingeschränkt. Die Garnitur, so wie sie hier steht, wird im Laden sicherlich um die 8.000 Euro kosten. Vielleicht jetzt 7.500. Früher war das über 10.000 Euro mit dem alten Modell. Jetzt ist man etwas günstiger geworden. Immer noch viel Geld. Advertising. Wir haben diese Schnäppchen aus der Hausausstellung von Willy Schillig bekommen. Einmal, nämlich diese Garnitur für 3.490 Euro plus 199 Euro Fracht. Wäre das was für Sie? Ja, dann kommen Sie zu mir hier nach 72186 Empfingen, 50 Kilometer südlich von Stuttgart an der Bodenseeautobahn A81. Freitag, Samstag haben wir Showtime oder Montag bis Donnerstag zum Personal Private Shopping. Machen Sie einen Termin mit mir, können Sie hier die Garnitur ausgiebig testen, einen Kaffee trinken, ein Prosecco kriegen Sie auch noch, und dann können Sie sich entscheiden dafür oder dagegen. Eine Bitte habe ich noch, abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal, geben Sie mir vielleicht sogar ein Like und bleiben Sie uns gewogen. Danke und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de.